So, nochmal Glück im Unglück gehabt, denn der Spiel hat direkt vor dem Absturz ein Safe Game gemacht, ein automatisches. Das war jetzt meine Rettung, ich musste also nichts von vorne machen. Sehr gut Spiel, toll. Am besten aber erst gar nicht abstürzen, das wäre noch ein bisschen besser. Ja, vielleicht ist es ein paar Probleme, weil das Spiel ja auch schon ein bisschen betagter ist und wir spielen jetzt hier unter Windows 7, worauf das Spiel natürlich von vornherein gar nicht ausgelegt war. Vielleicht kommt es einfach daher. Es ist nicht schön, aber bisher hat noch nichts von den ganzen Problemen das Spiel irgendwie beeinträchtigt. Und ich würde es trotzdem jedem von euch empfehlen, der das gerne nochmal spielen möchte, auch wenn er jetzt hier schon einige Lösungen gefunden hat. Immerhin braucht er sie dann nicht so dumm anstellen, wie wir das hier die ganze Zeit tun. Also immer noch ein super Spiel. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich damals die ganzen Abstürze hatte. Ich glaube, das kommt wirklich durch die Inkompatibilität mit den neuen Betriebssystemen. Ich frage mich, ob diese Station immer noch arbeitet. Jawohl. Sieht so aus, als würde sie es noch tun. Funkstation? Bin ich das? Es gibt hier eine Kamera. Ich erkenne mich nicht wieder. Ich bin so dürr. Sieht so aus, als hätte mein Körper alle Reserven aufgebraucht. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Merkwürdig. Ich habe trotzdem keinen Hunger. Okay, das wird natürlich wieder nicht gezeigt. Man scheint, dass sie da ein paar Kameras gehabt. Na gut. Holen wir uns doch mal den letzten Schlüssel. Auf deinem Bildschirm müsste jetzt eine Steuerungskonsole zu sehen sein. Sie stellt die Tafel dar, aufgeteilt in verschiedene Sektionen. Zeig auf deine Wahl, dann nehme ich den entsprechenden Schlüssel vom Stapel. Wir müssen den Schlüssel zum Bereich der Einfahrtsschleuse finden. Weißt du noch? Da war eine Metallplakette mit einer Inschrift. Sie sollte uns helfen, den richtigen zu identifizieren. Das war CT06, eigentlich nicht CTT06, oder? Das bin ich jetzt ein bisschen Audioprotokoll. Das ist natürlich noch durch Neustadt gelöscht. Es war CT10. Die Beleuchtung ist schlecht. Ich kann die Schlüssel kaum erkennen. Du wirst mich führen müssen. Aha, da ist der Schlüssel, nach dem wir suchen. CTT06. Richtig. So. Können wir jetzt an diesem komischen System da noch was machen? Nö, da reagiert sie nicht mehr drauf. Okay, dann wieder raus. Und wieder immer die Brücke. Hey! Das wird wieder ein Spaß. Ach, das hast du so gesehen. Cool. Adleraugen leer. Haha. So, schicken wir sie mal den langen dunklen Gang hinunter. Und bis zum Gebietsschalter. Zack. Kann man da von hier aus hinzoomen? Nee. Die Kamera geht nicht hoch genug. Aber soll uns reichen. Wir sind ja sofort wieder draußen. So, da sind wir wieder. An die frische Luft in die Outside. Gucken, was die Hundchen sagen. Na, sie kauen nicht mehr an ihrem Zeug rum, aber zumindest liegen sie jetzt woanders. Und das ist ja schon mal ein Erfolg. Und da hinten kommt Frau Lea. Na, Hundis, bleibt ihr schön ruhig? Sehr gut. Tolle Wachhunde. Bewachen nicht bestimmt einen Eingang, sie bewachen ihren Platz. Naja, muss ja auch gemacht werden. So, auf dem Catwalk sehen wir heute Lea Nichols in einem eleganten Kartoffelsack grün. Sie trägt an dem Hals einen grün schimmernden Anhänger von der Marke Ich bin verloren auf Schief-Kollektion. Ihre Frisur ist ein rostbrauer Texturmatsch. Ohne besondere grafische Eigenheiten.
als modisches Accessoire trägt sie Knöchelbinden. Diese sind sehr modern in der kommenden Winterkollektion. Und für jeden verschollenen Schiffsunglück strandeten Menschen ein Hus. So. Ab nach unten. Chidip, chidip. Guck mal, da steht CT06T. Und wir haben den Schlüssel CTT06. Bitte, liebes Spiel. Das ist nicht lustig. Falsche Nummer einprogrammiert. So, jetzt gehe ich aber mal diesen komischen Schalter. Ich will wissen, was es ist. Wenn das der richtige Weg ist, dann will ich erst wissen, was das da ist. Das ist doch ein Schalter, oder nicht? Ja. Madame, Schalter. Okay, Siri geht nicht. Dann gehen wir nach dahin. Was ist das für ein komischer Eingang? Das ist doch kein Eingang. Sowas. Das ist doch höchstens ein Notausgang. Also welches Schiff hat dann bitte so einen Einstieg zu irgendwas? CT06T. Ja, das ist der richtige. Das ist aber CTT06. Lass mich den Gebietswechselschalter betätigen, bevor wir runtergehen. Aha. Das ist der Gebietswechselschalter. Hatte ich also doch recht. Aber nein, Madame Lea muss es ja selbst entscheiden, umzulegen. Es reicht nicht, wenn wir das sagen. Typisch. So, ein komplett neues Gebiet. Ich bin gespannt. Alter, aber Walter, da ist alles so ein bisschen durcheinander geraten. Da ist so eine komische Brüstung. Die sagt uns jetzt gar nichts. So. Erstmal umgucken. Was ist das da? Nur eine Lampe. Gut. Alter, ist das riesig. Okay, die Kamera ist scheiße, die zuckelt. Dann gehen wir nochmal auf diese hier. Okay, da kommt Lea gleich raus. Warum ist das so eine actionreiche Musik hier? Das gefällt mir irgendwie nicht. Was ist das auch für ein komisches Laborgedöns hier? Ah, da ist er. Habe ich ihn jetzt gerade gesehen? Okay, der ist also irgendwo da drin. Nee, Quatsch. Hä? Warte mal. Kamera schaut so. Da ist Lea. Bin gerade mit mal so. Wir gucken jetzt hier auf diesen Komplex. Genau so. Da ist dieser komische Raum. Das ist der da. Da ist der Raum. Das ist der. Er sitzt also über Lea, wenn sie gleich reinkommt. Das gefällt mir gar nicht. Mal absolut nicht. Und ich kriege auch irgendwie kein gutes Bild auf ihn drauf. Er will sie also sehen. Sie ihn aber nicht. Alter, die Kameras sind alle scheiße, um den anzugucken. Hier fehlt sein Gesicht. Toll. Na gut. Welche Wahl haben wir denn? So, ich möchte ihn im Blick behalten. Das heißt, das mache ich am besten über diese... Na, vielleicht diese Kamera. Von da aus habe ich das Gebiet so ein bisschen im Blick. Die packe ich mir nach da. Und dann gehen wir jetzt mal los.
Das ist der Gebietswechselschalter, den betätigen wir nicht. Ich bin gespawnt, was das jetzt bitte wird. Alter, wenn ich ihr das sagen könnte. Mann, warum haben die denn keine... Die haben doch diese komischen Computerkonsolen. Warum kann ich denn da keine Nachrichten drauf schicken? Achtung, leer, fremder, komischer Typ im Nebenraum. Pass auf, was du tust. Okay, darauf hat er nicht reagiert. Die Tür unten geht auf. Unglaublich. Ein Dschungel in den Eingeweiden des Schiffes. Ich aktualisiere die Ziele. Okay. Er bleibt fleißig sitzen. Sehr gut. Ziele aktualisiert. Luke finden. Ach, Luke öffnen. Wieso lese ich denn Luke finden? Luke öffnen. Alter. So, das ist jetzt auch egal, dass ich das Ding aktiviert habe. Dann gehen wir doch mal dahin. Ah, jetzt hat er mir meine Kamera weggenommen. Wieso da kann oben ich denn ist Licht. Sieht aus wie eine Hütte. Hey! Hallo! Ist da jemand? Psst, psst, psst! Kein Geräusch. Ruhe. Die Monster gehen um. Wenn sie dieses Versteck finden, sind wir erledigt. Durchgekaut und ausgespuckt. Gemeine Biester. Igitt, igitt, Lia. Lia Nichols. Ich kenne sie. Sie haben geschlafen. Sehr lange. 34 Jahre, 411 Monate, 12.216 Tage. Allein. Ganz allein. Wow. Wie bitte? 34 Jahre? Nicht mehr, nicht weniger, meine Kleine. Ich weiß, wie man zählt. Wie ist das möglich? Ich müsste gealtert sein. Ich sollte verhungert sein. Und wer... Wer sind Sie? Ich bin der befehlshabende Offizier dieses Schiffes. Es ist meins. Alles, was ihr lebt, hört auf mein Kommando. Und Sie auch. Sie müssen mir gehorchen. Antworten Sie mir. Was haben Sie mit unseren Hunden gemacht? Haben Sie sie vergiftet? Miststück. Nein, ganz und gar nicht ich. Psst, psst. Sie wissen nicht, was Sie erwartet. Monster, überall. Keine Zeit zu schlafen. Sie bemerken auch die kleinste Schwäche. Wir müssen sie loswerden. Da, da oben auf dem Schacht, das Vogelnest. Ein Ei. Es wird schlüpfen. Ein neues, kleines Monster. Bringen Sie es mir. Wir werden Sie belohnen. Ich kann es selbst nicht holen. Höhenangst. Sie wollen, dass ich Ihnen ein Ei besorge, mir nicht? Schnell, schnell. Ich will das Ei. Dann okay. Los. Es wird schnell gehen. Was für eine merkwürdige Person. Und woher kennt er meinen Namen? Komische Mission, ein Ei zu besorgen. Naja, wieso nicht? Eine Möglichkeit, sich einen Freund zu machen. Ich aktualisiere die Ziele. Zeig mir den Weg zu den Schächten. Du findest sie auf der Schiffskarte im gemeinsamen Ordner. Okay, Schächte. Also er ist ja erstmal schon mal nicht so gefährlich, dass er sie direkt bedroht. Das ist schon mal gut. Da haben wir also schon mal ein bisschen Luft, also ein bisschen Ruhe. Er kennt ihren Namen. Sie hat 34 Jahre lang geschlafen. Er ist nicht in diesem Ruhezustand gewesen. Das heißt, er dürfte ja mindestens 34 Jahre alt sein. Ich habe eine Theorie, wer er ist. Mal schauen, ob sie das ergibt. So, Schächte. Wo sind sich denn die Schächte? Alias, sagen wir so ein Brief, ja, mein Alias, nein. Haben wir uns im Computersystem, hier habe ich jeden Basis, das ist alles nicht das Richtige. Was denn für komische Schächte? Okay, Tago-Tank. Wir sind im Tago-Tank. Nein, wir sind im Cargo-Tank. So, und da gucken wir uns jetzt mal weiter um, weil ich habe keine Ahnung, welche Schächte sie denn meint. Wir kommen ja auch da oben nicht hin zu diesem komischen Biest. Ergo, hier unten weiter umsuchen. Hier lang, hier lang. Und, haben Sie die Eier bekommen?
Der Eremit hat mich auf eine Mission geschickt und mir eine Belohnung versprochen. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Er könnte seine Meinung ändern. Dann müssen wir hier wieder raus. Was auch immer das heißt, wir müssen zu irgendwelchen Schächten. Hier jedenfalls nicht. Da ist nämlich gar nichts. Das heißt... Mal wieder nach rüber, Madame. Ach, hier hoch, oder was? Nee, da geht's doch nicht hoch. Kommen wir gerade noch mal bis da vorne. Das Wasser ist überall reingesickert. Glücklicherweise sind die Tanks nicht geflutet. Ich hoffe, wir finden eine Tauchzelle, die noch funktioniert. Na, hab ich mir doch gedacht, dass er da nicht hochgehen kann. Dann wieder Gebietsschalter aktivieren nach oben. Aber welche Schächte denn? Oh, Rätsel über Rätsel. Ah, die Ziele können wir jetzt auch zumachen, die brauchen wir nicht mehr. Chipp, wir sind wieder oben. Madame steht am Gebietsschalter. Vogel finden. Der Eremit hat mich losgeschickt, ein Eis für ihn zu holen. Wenn ich es ihm bringe, hat ihm eine Belohnung versprochen. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder nach oben. Also ich weiß ja, dass da oben das Vogelnest ist. Aber wir kommen von innen ja auch nicht da rein. Wir haben jetzt alle Wege gefunden im Schiff. Da ist echt alles abgesucht. Da braucht man nicht noch weiter gucken. Wir müssen also von hier weiter. Na, geht's noch ein bisschen langsamer, Lea? Treppensteigen ist nicht so ihre Kunst, muss man ja sagen. Guck mal, Lea, du kannst wieder hier deinen Catwalk entlang watscheln. Ich bin schon mal eine ganze Ecke beruhigter jetzt, wo ich weiß, dass der Typ uns nicht unmittelbar jagt. Weil wir 34 Jahre, wir hingen ja an so einem komischen Tropf. Das heißt, wir wurden wahrscheinlich zwangsernährt. Über so eine komische Lösung. Vielleicht irgendwie auch was mit dieser komischen Droge, die uns am Leben erhalten kann. Schon ordentliches Wundermittel, muss ich ja sagen. Das muss aber jemand uns gegeben haben. Eventuell würde ich jetzt mal sagen, dass er uns am Leben gehalten hat. Dass er uns da eingesperrt hat. Uns eventuell sogar den Brief geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Naja. Er muss ja auf jeden Fall schon mal irgendwie Kontakt zu einem Menschen gehabt haben, weil er kann sprechen, wenn er auch ein bisschen wahnsinnig in der Biene ist. Gut, wenn man so lange allein ist, dann ist man das vielleicht. Er kann es auf jeden Fall. Sprich, er war schon mal unter Zivilisation. Entweder also ein Besatzungsmitglied, den sie nicht erkannt hat. Findet er sie auch später, kann es ja sein. Oder jemand anders. Aber das Geheimnis werden wir garantiert lüften. Ich lenke sie jetzt erstmal nach vorne, weil da kommt man ja nach oben. Ich hoffe mal, das ist richtig. Im Moment ist das Nest ja auch oben in dem Schornstein. Vielleicht bringt jetzt diese komische große Glocke ja was. Oh, es ist immer so langsam mit der Tante, ey. Ist echt ein bisschen schlimm, muss man schon sagen. Also, die schnellste ist es nicht. Erst recht nicht, wenn sie sagt, man soll sich beeilen. Dann wird sie noch langsamer, habe ich das Gefühl. So, kommen sie nach vorne. Jetzt muss ich nach oben. Da hoch. Bei der Leiter geht es aber nicht kreuz und quer durch die Luft. Das macht sie irgendwie nur bei der einen Leiter unten im Keller. So, noch ein Leiter nach oben. Da ist auch der Piepmatz. Zwei Piepmätze. Uiui. Ich sehe aber kein Ei. So,
So, Madame, hier sind Schächte. Nur da vorne kann ich dich nicht sehen. Und die Kamera kann ja schon mal aus. Habe ich von unten eine Kamera, womit ich sie sehen kann? Die Schächte. Okay, das geht. Wir sind ganz oben auf dem Schiff. Ach, sie kann da hochklettern. Sehr nice, sehr nice. Darüber sehe ich dann sie, darüber sehe ich das und da ist das Nebelhorn, falls es Probleme gibt. Boah, kann ja dann nur schief gehen. Aber was da oben an der Spitze erwartet, das sehen wir erst beim nächsten Mal. So, da sind wir auch schon auf der Endcard. Lea erklimmt gerade im Hintergrund langsam dem Turm, aber keine Sorge, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Experience 112. Ich bin mal gespannt, wie wir da oben das Ei herunterbekommen, wie es dann weitergeht beim nächsten Mal und was dieser komische Eremit damit will und wer er überhaupt ist. Das sind viele Fragen und ich hoffe, das nächste Mal bekommen wir endlich viele Antworten dazu. Alles klar, haut rein, ciao.